So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Projekt. Wir spielen Pokémon, die silberne Edition. An meiner Seite ist heute und wird mich durch das Projekt begleiten jemand ganz Neues. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Morphus. Ich freue mich sehr dabei zu sein, als gelebter Spielenostalgiker hier dieses Projekt mit voranzutreiben. Okay, wir fangen erstmal an. Wenn mein Controller nicht gerade wieder ausgegangen wäre. Ich hoffe, das funktioniert gleich alles. Bin mir sicher. Tut mir leid, Leute. Und? Ja, es kommt davon. Ja, die Xbox. Ja, funktioniert. Ja. So, wir stellen natürlich ein neues Spiel an. Aber vorher gehen wir in die Optionen. Und wenn ändern das Text. Ach, es ist schon auf 3. Sehr schön. Achso, ich weiß nicht. Es wird sich wahrscheinlich wieder zurückstellen. Okay. Okay, ein neues Spiel soll es denn sein. Ohne einen epischen Namen kann man natürlich nicht beginnen. Was? Du hast mich aufgeweckt. Kannst du mir sagen, wie spät es ist? Wie spät ist es? 13.25 Uhr. So, es ist 1 Uhr Tag und ja, wie viele Minuten? 25. Jetzt wisst ihr immer genau, wie spät es ist, wenn wir hier aufnehmen. Aber das ist nicht so schlimm. Nein. Es sind 26 Minuten gerade. Ja, okay, ja. Wir stehen. Das hat sich gerade umgestellt. Oha, ich habe verschlafen. Ja, wer bis halb zwei schläft, der studiert entweder Wirtschaftswissenschaften oder... Oder ist Professor Eich. Hey, entschuldige die Verspätung. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Wer hätte es erwartet? Menschen und Pokémon leben zusammen und helfen einander. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Muhaha, auch das wollen wir tun. Leider wissen wir noch nicht alles über Pokémon. Es gibt noch viele Geheimnisse zu lüften. Darum studiere ich Pokémon Tag aus, Tag ein, außer wenn ich gerade mal verschlafe. Wie lautet dein Name? Tja, unser Name lautet natürlich obwohl diese Silber, allerdings nehmen wir die englische Variante. Silver. Oh, mit Groß- und Kleinschreibung. Natürlich. Du gehörst einer Minderheit an, was das Spielen angeht, glaube ich. Naja, mittlerweile ist es ja so, dass selbst die Pokémon-Namen in den neuesten Generationen mit Kleinbuchstaben arbeiten, was du nicht mehr so vielleicht weißt. Nein, ich kenne noch du Nostalgiker. Silver, bist du bereit? Dein eigenes Pokémon-Abenteuer erwartet dich. Oh, ich bin so bereit. Was erwartet mich? Dich erwarten tolle Dinge, aber auch harte Zeiten. Und was noch? Eine Welt voller Träume und aufregender Pokémon-Abenteuer erwartet dich. Mach dich bereit. Ich mach mich bereit. Ich treffe dich dann später. Ich freue mich schon. So, wir sind angekommen in einer bekannten Stadt. Na, Morphus, welche Stadt sind wir? Ich glaube, wir sind in... Ich hab's vergessen. Wir sind in Neuborkia. Wir sind in Neuborkia, richtig. Über den Baum. Hoffe ich doch mal. Und wir haben noch kein wunderbares Plüschrelaxo in unserer Zimmerecke stehen. Und was noch viel schlimmer ist, wir haben kein... Pokédex und gar nichts. Nein, wir haben keinen Trank auf dem PC liegen. So, ist Tatsache schon alles eingestellt. Ich bin ja schon mal begeistert. Jetzt speichern wir gleich mal. Ja, natürlich. Es gibt bereits einen Spielstand. Möchtest du ihn überschreiben? Ja, wir haben zwar noch nichts erreicht, aber wir möchten natürlich speichern. Silver hat das Spiel gespeichert. Eigentlich hat Bloody das Spiel gespeichert, das verraten wir keinen. Das ist die Karte. Ja, wir sind in Neuborkia. Ja. Ich habe mich nicht geirrt. Das ist schon mal sehr schön für mich. Unser Ziel des Spiels, übrigens unser selbstgestecktes Ziel, dass unser Projekt vorbei ist, sobald wir Rot auf dem Silberberg besiegt haben. Oh, Silver, unser Nachbar, Professor Lind, hat nach dir gesucht. Das hat er uns schon selber gesagt. Vielen Dank für die... Er möchte, dass du etwas für ihn erledigst. Nein, das war Professor Eich. Du Lauch. Interessant, oder? Oh, fast hätte ich es vergessen. Dein Pokécom ist von der Reparatur zurück. Da hast du ihn. Oh, meine Mutter hat eine verdammt männliche Stimme, finde ich. Das ist vor allem so typisch Eltern, ja. Sie sagen dir, kannst du bitte eine Kleinigkeit für mich erledigen? Das klingt dann so wie Geschirrspüler ausräumen. Und hier ist es bei Pokémon ähnlich. Wenn Professor Lind von dir eine Kleinigkeit erledigt haben will, bedeutet das, zieh bitte in die Welt und sammle 251 Pokémon und zieh sie groß und habe Spaß damit. Du sollst doch nicht alles verraten. Es gibt vielleicht Leute, die kennen Pokémon noch nicht. Aber wer kennt denn Pokécom? Oder einfach nur Pokécom. Oh, ich habe zwar Pokécom gesagt, egal. Ein wichtiges Gerät auf deinem Pfad als Trainer. Oh, der Wochentag ist noch nicht eingestellt. Das darfst du nicht vergessen. Welcher Tag ist heute? Wir haben heute den Samstag. Oder? Yep. Haben wir Sommerzeit? Ja. Ja, vor kurzem. 1.29 Uhr PM Sommerzeit in Ordnung? Yep.
Geh nach Hause, um deine Uhr auf Sommerzeit oder Winterzeit einzustellen. Übrigens, weißt du über den Umgang mit dem Telefon Bescheid? Ja, das wissen wir. Muss man nicht einfach den Pokécom einschalten und das Telefonsymbol auswählen? Ich erkläre es dir trotzdem, auch wenn du es bereits weißt. Telefonnummern werden gespeichert. Wähle einfach den Namen der Person, die du anrufen möchtest. Ja, dieses Telefon... Ist das nicht praktisch? ...wird noch einige Male in diesem Spiel von Bedeutung sein, es sei denn, man möchte es nicht. Das ist das Schöne. Es ist kein Zwanggegenstand, sondern... Naja, so viel später. Ja, man hat seine Mutter drin und Professor Lind und die kann man, glaube ich, nicht rauslöschen. Also im Kühlschrank ist, glaube ich, was zu essen. Guck mal, ob da... Nein, das ist der Fernseher. Im Fernsehen läuft ein Film. Zwei Jungen fahren mit dem Zug unter einem Himmel voller Sterne. Ich sollte mich besser auch auf den Weg machen. Da sind übrigens immer tolle Referenzen gewesen. Im ersten Teil hieß es, vier Jungen laufen eine Bahngleis entlang. Das ist eine Anlehnung an den Film Stand By Me von Stephen King. Was es hier mit dem Fernsehprogramm auf sich hat... Ist nicht gelöst, aber wer es rausfindet, kann es. Mal sehen, was da im Kühlschrank zu finden ist. Tafelwasser und leckere Limonade. Da hast du Warum kann ich die nicht mitnehmen? Ja, das wäre jetzt so fair. Modern. Dann gehen wir erstmal zu Lind, oder? Modern. So, wir sind in Neuborg hier. Ja. Der fette Typ, der stand damals schon immer unter dem Professor. Ja, der steht schon seit Jahren gesagt, hier. Wie toll man. Yo, Silver! Ich habe gehört, Professor Lind hat neue Pokémon entdeckt. Ja, wir schauen uns erstmal in Neuborg hier um, weil, ja, wir kennen natürlich das Spiel noch nicht. Es gibt ja auch die andere Generation. Hallo, Silva. Mein Mann ist immer so beschäftigt. Ich hoffe, es geht ihm gut. Wenn er sich in seinem Pokémon-Forschung vertieft, vergisst er sogar zu essen. Möchtest du künftig vielleicht die Frauentexte lesen und ich die Herrentexte? Was du darfst du doch davon? Die Herrentexte lesen, okay, gerne. Das ist ein kleiner Junge. Wenn ich groß bin, helfe ich meinem Papa. Ich werde ein großartiger Pokémon-Professor. Das sind Informationen, die uns wahrscheinlich sehr weit in diesem Spiel bringen werden und... Don't hate hier, ja? Ach, nee, ich doch nicht. Pikachu ist ein entwickeltes Pokémon. Professor Linds Entdeckungen sind wirklich erstaunlich. Er ist berühmt für seine Forschungen auf dem Gebiet der dummen Sprüche. Ich meine Pokémon-Evolution. Ich wünschte, ich wäre ein Forscher wie er. Da ein Forscher wie er. Gescheiterte Emanzipation. Sie sitzt den ganzen Tag in ihrer Wohnung am Tisch und ärgert sich, dass sie nicht tun kann, was sie gerne möchte, obwohl sie niemand daran hindert. Wow, dein Pokémon ist beeindruckend. Hast du den von Mama bekommen? Ach, Pokécom. Ich habe gerade Pokémon gelesen. Nein, ich habe gar kein Pokémon. Hast du den von Mama bekommen? Das ist schon interessant, wie sehr sich die Leute für dich interessieren. Moment. War das gerade ein dummer Spruch? Hast du den von Mama bekommen? So etwa das hätte ich vielleicht anders interpretieren sollen. Okay. Lass da ist rot. Nein, das ist nicht rot. Du hast keine Ahnung. Ach, und das ist im Satz nicht alles verraten. Ja, ja. Du bist dran, das ist ein Kerl. Das ist also das berühmte Lind-Pokémon-Labor. Was starrst du so? Okay. Arschtritt. Sehr freundlicher junger Mann. Ich finde auch immer komisch, weil wir gucken erst... So, dann drehen wir uns um und lassen uns dann von ihm treten. Als wenn wir gewollt sind. Ein Tritt in die netten Teile. Silva, da bist du ja. Ich muss dich um etwas bitten. Ich habe einen Bekannten namens Mr. Pokémon. Keine Ahnung, warum er so heißt, aber ständig findet er eigenartiges Zeugs und fängt an, darüber zu fantasieren. Aber jetzt hat er meine E-Mail geschickt, in der steht, dass es sich diesmal um etwas... Großes handeln muss. That's what she said. Faszinierend, also bitte bloody. Aber wir sind derzeit mitten in unseren eigenen Pokémon-Forschungen. Könntest du der Sache vielleicht nachgehen? Ich gebe dir auch einen Pokémon als Partner. Es ist ein sehr seltenes Pokémon, das wir gerade erst entdeckt haben. Wähle eines aus. Also eigentlich sind es halt, nur eins davon ist selten und haben sie gerade erst entdeckt und ich muss jetzt per Glücksgriff auswählen. Ja, wir haben uns noch gar keine Gedanken darüber gemacht, welches Pokémon wir nehmen. Haben wir nicht. Ich verlasse mich da ganz auf dich. Die größte schwierige Entscheidung am Anfang eines jeden Pokémon-Spiels ist natürlich, wer ein... Gerade in diesem Spiel, also in der zweiten Generation, gibt es kein Pokémon, wo ich jetzt sagen würde, das ist mein Favorit. Weil irgendwie sind sie alle auf ihre eigene Art und Weise total knuffig. Wir können ja mal versuchen, effektiv zu denken, oder wollen wir nicht vorausschauen, was wenn die wir, ersten Orden sind und alles, was dazu gehört? Wenn wir effektiv denken wollen, dürfen wir nicht Endivien nehmen, was ich hier verstecke. Nein, das ist Feurigel. Willst du Feurigel? Das Feuer-Pokémon? Nein, wir gucken uns erstmal natürlich alles an. Gut. Überlege es dir gut. Die Wahl deines Partners ist sehr wichtig. Ja, das hat nicht nur bei Pokémon seine Berechtigung.
Karnimani. Möchtest du Karnimani das Wasser-Pokémon? Nein. Vielleicht auch nicht. Überlege es dir gut. Die Wahl deines Partners ist immer noch sehr wichtig. Aber wir hatten noch Endivia, ein sehr niedliches, perlenbestücktes Pflanzen-Pokémon. Nein, auch nicht. Überlege es dir immer noch gut, Idiot. Ich glaube, ich nehme Tatsache Feuerriegel. Na los, nimm Feuerriegel. Passt auch so schön. Die Bilder sind noch nicht mal. Die Bilder sind noch schön schwarz-weiß, das ist voll cool. Das stimmt. Ja, ich möchte Feuerriegel. Dieses Pokémon ist sehr energiegeladen. Ich bin auch der Meinung, dass dieses Pokémon sehr gut ist. Silber erhält Feuerriegel. So, damit Feuerriegel. Ist der erste Schritt getan. Wir haben unsere erste Mission erfüllt. Und, jetzt kommt das nächste schwierige Hindernis. Wir müssen Feuerriegel einen Spitznamen geben. Und ich finde, das muss schon wirklich was Besonderes sein. Feuerriegel ist männlich. Wir könnten ihn Gluten nennen. Also, und das nächste nennen wir Insuffizienz. Schon klar. Und dann ein Doppelkampf mit Gluteninsuffizienz. So viel. Wir haben keine Doppelkämpfe, aber gut. Früher habe ich übrigens immer gedacht, Alias wäre ein Alternativvorschlag. Möchtest du Feueres vielleicht Alias nennen? Eigentlich wäre das voll witzig, aber nein. Flame. Genau, wir nennen es Flame. Okay. Das ist voll ein Flamer hier. Hör mal auf mit dem Gespam und dem Geflame. Mr. Pokémon wohnt in der Nähe von Rosalia City, der nächsten Stadt. Du gelangst fast ohne Umwege dorthin. Lass dich aber nicht von meinem Enkel in den Streben. Ja, sein Enkel ist doch gar nicht da. Du hast keine Ahnung mehr von Silber, kann das sein? Ich habe keine Ahnung mehr von Silber. Ich bin auch so im Blau-Rot-Modus. Ja. Rage-Mode. Ist der Pokémon übrigens verletzt. Solltest du es mit Hilfe dieser Maschine heilen? Okay, die packe ich mir gleich mal ein. Ich gebe dir auch meine Telefonnummer. Da haben wir sie, die erste Nummer von der übrigens reichlich wenig zu erzählen haben wird. So, ich musste kurz einen Schluck trinken und dann speichern wir zwischendurch gleich nochmal. Weil wir haben jetzt unser erstes Pokémon, ihr seht das. Damals gab es noch gar nicht so viel zu sehen bei Pokémon. Und es trägt tatsächlich ein Item, auch ja. Eine Evolution zur ersten Generation. Es trägt eine Beere, es kann Tackle und Silberblick. Und wir haben schon Spezialangriffe und Spezialverteidigung, nicht nur Spätz. Stimmt. Die Spätzwerte dürften einigen Veteranen aus den ersten Generationen noch bekannt sein für gecheatete Pokémon wie das Mew, die, wenn ein Pokémon an einer bestimmten Stelle, soweit ich weiß, einen bestimmten Spätzwert hatte, auch gefangen werden konnte, womit man die blaue und die rote vervollständigen konnte, ohne mit einem Linkkabel arbeiten zu müssen. Silva, ich will, dass du das mitnimmst. Da hast du doch deinen Trank. Ja, hier, ich habe meinen Trank. Bist du. Silva steckt Trank in Itemtasche. Wir sind nur zu zweit und wir haben viel zu tun. Pokémon, die Beeren tragen, haben übrigens die Eigenschaft, wenn sie in einem Kampf sehr geschwächt sind, diese Beeren von alleine zu fressen und sich damit zu heilen. Oh, nee, noch haben wir keine Pokébälle, noch nervt der nicht. Okay, laufen wir los? Wir laufen los. Ich laufe ins hohe Gras. Jetzt werde ich angegriffen. Taubsi. Nein, also Taubsi werde ich aber nicht fangen, denn ich habe schon ein anderes Flug-Pokémon in Gedanken, was ich mir fangen möchte. Das wir aber erst fangen können, wenn wir mal nachts oder abends aufnehmen. Hut? Hut. Genau. Ich möchte mir einen Hut fangen, um deine Noctu zu haben. Ich finde Hut einfach witzig. Ich mag generell die Pokémon der zweiten Generation, also Pokémon 152 bis 251. Ja. Hey, das ist schön, das hat die gleichen Zahlen. Umgekehrt. Hier war gerade noch was zu sehen. Die blaue Anzeige, die sich füllt, auch eine Neuerung gegenüber der ersten Generation. Das ist nämlich die Erfahrungsanzeige. Wenn die voll ist, erreicht unser Pokémon ein neues Level. Visor, yay! Wollen wir uns einen VM-Sklaven fangen? Wir können sowieso noch nichts fangen. Und neben der Levelanzahl auch schön sichtbar das Geschlecht, aber dafür werden wir später noch genaue Infos bereithalten, was es damit auf sich hat. Wer es noch nicht weiß, dass es auch in der Pokémon-Welt männliche und weibliche gibt. Also die größere Information für die heutigen Zuschauer ist wahrscheinlich auch eher, dass im Gegensatz zu den neueren Pokémon-Teilen das früher gar nicht üblich war. Also in der ersten Generation gab es zwei Pokémon, die mehr oder minder männlich oder weiblich waren. Das war Nidoran
Ja. Also eigentlich dann 6 Pokémon, weil die gesamten Entwicklungsserien. Aber selbst da gab es keine unterschiedlichen Geschlechter wirklich, sondern es hieß nur Nidoran männlich und weiblich. Und es ist, glaube ich, auch das einzige, also, nee, nicht nur, glaube ich, es ist das einzige Pokémon, wo es wirklich komplett vom Geschlecht unabhängige Pokémon gibt. Es gibt jetzt auch Pokémon, die geschlechtsspezifisch andere Aussehensmerkmale haben, nennen wir es so. Okay. Aber nicht komplett andere Pokémon, nur weil es männlich und weiblich ist. Na, damals fuhr man sich vermutlich noch fest, weil es einfach so Pokémon wie zum Beispiel Chanera gab, die von der Grundauffassung her einfach weiblich Chanera waren. Chanera ist doch immer weiblich. Das heißt, es gibt hier keine männlichen Chaneras? Es gibt meines Wissens nach keine männlichen Chaneras. Es gibt auch nur weibliche Miltanks und nur männliche, wie heißen die anderen? Tauros. Okay. Also, ihr merkt, ich werde unserem lieben Freund Morphos noch einiges beibringen hier. Ich habe nebenbei auch die ganzen Pokewiki-Seiten offen, um immer mal wieder ein bisschen klug zu scheißern. Du sollst hier keine Werbung machen. Er hat diverse Internetseiten offen, auf denen wir Informationen bekommen können. Ja, ganz legal und wunderbar. Ja, legal sowieso. Also Spoilerwarnung, es kann immer mal wieder sein, dass mir was rausrutscht, was vom Spiel. Das klären wir gleich zwischen der Aufnahme. Genau. Da wird er erstmal geschlagen von mir. So, ihr seht, es geht munter voran. Ich muss ganz kurz aber trotzdem jetzt einen meiner Tränke verschwenden. Ich glaube, ich habe aber 5 bekommen. Ne, 2 nur. 5? Wo willst du denn 5 Tränke her haben? Der hat mir 2 gegeben. Ich dachte, er gibt mir 5. Irgendwo später, in irgendeinem späteren Spiel bekommt man 5 Tränke am Anfang. Ich wollte einen. Deswegen habe ich meinen Spielstand abgespeichert. Ich glaube, das ist Regel Nummer 5 oder 6. 5 oder 6. Ja, man erzählt nicht, dass man in einem Spiel ist. Aber gut. Dort haben wir einen Baum, der anders aussieht als andere Bäume. Und was es damit zu tun hat, wenn etwas anders aussieht, als es irgendwie sollte, irgendwo sein sollte, geht man hin und drückt so schnell wie möglich den A-Knopf. Das hätte man im Spiel jetzt auch sagen können, dann hätte irgendjemand gesagt, hä, welchen A-Knopf? Was ist denn ein A-Knopf? Aber das ist ja egal. Es gibt einfach so Zwischenwesen, wie dieser dicke Mann, der immer rumsteht und dir sagt, was du im Spiel machen kannst. Das heißt, er scheint eine Art Gottheit zu sein, die wirklich weiß, dass er sich in einem Spiel befindet. So, ich warte auf Pokémon, die nur des Nachts auftauchen. Ja, das tue ich auch. Okay. Leider kann man hier die Zeit nicht mehr nachträglich ändern, weil die Zeit ja einmal eingestellt wird. Also es gibt eine Möglichkeit, aber das ist jetzt uns zu umständlich. Es ist ein Obstbaum. Hey, da ist eine Beere. Beere erhalten. Seit wann wachsen Beeren an Bäumen? Es ist ein Busch, aber Busch ist vielleicht ein bisschen zu tragend für irgendwelche kleinen, dummen Jungscherze, deswegen man das Ding wahrscheinlich zum Beispiel hat. George W. Diese Beere kann man übrigens mit jedem neuen angebrochenen Tag und ich glaube auch Nacht. Nein, jeden Tag nur eine jeden Beere. Jeden Tag eine Beere. Every day a beer. Und nicht jeder Baum hat die gleichen Beeren, es gibt unterschiedliche Beeren, unterschiedliche Früchte, aber das wird alles noch kommen. Genau, wir sind auf dem Weg nach Rosalia City und wie ihr vielleicht schon, nee, habt ihr noch nicht gesehen, aber wir sind gleich da. Und dann werden wir erstmal das wichtigste Erweiterungsmodul meiner Meinung nach für unser Pokécom holen, aber erstmal quatschen wir diese Dame hier an. Siehst du die Stufen hier? Du kannst nicht hinaufklettern, weil du zu dumm dafür bist oder zu schwach, wie auch immer. Dafür aber herunterspringen. Du kannst nach Neuborgia gehen, ohne durch das Gras zu laufen. Ich glaube, es gibt ein Feldgras, wo man doch durch muss, aber das ist erstmal eine andere Geschichte. Nein, gibt es nicht. Nicht? Gibt es nicht. Okay. So. Jetzt sind wir in. Wir sind in Rosalia City. Allerdings würde ich sagen, Leute, mit Blick auf die Zeit passt das super. Das war's erstmal für heute mit Pokémon Silber. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschüss. Macht's gut. Tschüssi.